Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben uns natürlich erhofft, 25 Grad zu haben. Das haben wir nicht, aber wir haben ein Dach über den Zuschauerraum. Das hört gerade auf zu regnen. Also doch perfektes Premierenwetter. Mein Name ist David Noe und ich darf Sie als erster Vorsitzender zu unserer Premiere, zur Premiere der kleinen Hexe herzlichst begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Lieber David Noe, liebe Mitwirkende der Freilichtbühne, ob vor der Bühne, auf der Bühne oder auch hinter der Bühne, liebe Lohnerinnen und Lohner und vor allen Dingen auch liebe Gäste, endlich ist es wieder soweit. Es ist Freilichtbühnenzeit. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir wieder ganz was Tolles zu erwarten mit der kleinen Hexe und auch mit dem Erwachsenenstück der Addams Family. Habt ihr euch, glaube ich, wieder tolle Stücke rausgesucht, die wir uns hier ansehen dürfen. Die kleine Hexe wird uns sicherlich verzaubern, verhexen, wie auch immer. Wir sind gespannt und Sie haben es gesagt, 21 Jahre ist es her, dass es das letzte Mal hier inszeniert wurde. Ich habe gelesen, es gibt 21 Aufführungen. Ist das Zufall oder genau dieses Stücks oder ist das quasi als Hommage daran, dass man es wiederholt und genau dem nochmal eine besondere Bedeutung geben möchte? Ich glaube, was hier auf der Freilichtbühne geleistet wird, das macht uns als Stadt Lohne, das macht mich als Bürgermeisterin besonders stolz. Das ist wirklich ein kulturelles Aushängeschild unserer Stadt. Und ich glaube, weit über die Grenzen Lohnes hinaus auch bekannt. Da wirken ganz, ganz viele ehrenamtlich dran mit, viele Laienschauspieler, die hier ihre Freizeit verbringen, den ganzen Sommer über schon im Herbst, im Winter anfangen zu üben, um dann uns das zu zeigen, was hier jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Und ich glaube, das sucht wirklich seinesgleichen. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank allen Beteiligten. Und wie sehr das auch von den Lohnerinnen und Lohnern und auch von den Gästen angenommen wird, zeigt, glaube ich, habe gelesen, irgendwann Anfang März war es, glaube ich, auf Instagram, dass ihr schon 22.000 Tickets für diese Saison verkauft habt, für beide Stücke. Ich glaube, das ist auch schon ein Applaus wert, dass es schon im Vorfeld die Vorschusslorbeeren, weil alle erwarten, dass es wieder fantastisch werden wird, dass uns hier wirklich ganz, ganz tolles Theater geboten wird. Und in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei Hexenspuk, bei lustigen Anekdoten, bei den Abenteuern der kleinen Hexe. Und ich wünsche Ihnen, euch und uns allen einen ganz besonders tollen Nachmittag, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so mitspielt, wie ihr hofft. Aber es ist immerhin pünktlich zur Premiere trocken geworden. Und auch das ist vielleicht ein Zeichen des Himmels, dass es hier heute losgehen kann und dass alle bereit sind. Viel Spaß! Mir bleibt nur noch zu sagen, gute Unterhaltung und viel Spaß mit der kleinen Hexe. Liebe Kinderbegleiter mit Erziehungsauftrag, mit Bart und ohne, herzlich willkommen bei der Freilichtbühne. Kra, kra, kra. Oh, wunderbar, ihr habt wirklich an alles gedacht. Die kommt rüber. Schnabel auf dem Kopf. Den Hut, perfekt. Oh, an ein Schal hast du auch gedacht. Wie süß. Danke dir. Oh, danke schön. So, jetzt kommen wir aber zu unserer kleinen Hexe. Die hat ihr Haus nämlich tief im Walde. Merolus, Merolus, nimm den Lauf. Warum nicht gleich Buttermilch? Hiermit lade ich dich heute Abend vor den Hexenrat. Oh, mega! Ja! Darauf habe ich ja schon lange gewartet. Guten Tag, Herr Pfefferkorn. Guten Tag allerseits. Willkommen bei Pfefferkorn, Pfefferkorn und Pfefferkornsöhne. Guten Tag, die Herrschaften wünschen bitte sehr. Ja, das ist für eine gute Hexe doch Pflicht, das ist sonnenklar. Ventulus, 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 Ventulus. Ach du liebe Zeit. Schüttet ordentlich die Säcke aus, ihr verdammten Weiber. Und packt euch. Du kriegst ihn bestimmt wieder. Ja. So, und ihr geht jetzt am besten nach Hause. Auf Wiedersehen. Oder ich lasse dich auf der Stelle entfernen. Angenehm. Ich bin der Rudi. Das kann ich sogar bei meinem Raben einschwören.
Teller. Ja, ich mag lieber den Teller. Willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute mal wieder in der Freilichtbühne in Lohne und hier findet heute das Premierenstück Die kleine Hexe statt. Neben mir sitzt der zweite Vorsitzende, Oliver Senz. Ja. Oliver. Ja. Erzähl unseren Zuschauern doch mal ein bisschen den Inhalt des Stückes oder fass das mal für unsere Zuschauer zusammen. Der Inhalt der kleinen Hexe ist natürlich wieder ein perfektes Kinderstück dieses Mal. Es geht um eine 127-jährige junge Frau, die verzweifelt versucht, in den Hexenrat aufgenommen zu werden, von den alten Hexen aber noch für zu jung gehalten wird und sich ein Jahr lang beweisen muss, dass sie eine perfekte, vollwertige, gute Hexe ist. Ja, okay. Und das Stück geht darum, dass dann so ein Jahr Revue passiert, was die gute kleine Hexe denn alles so Gutes getan hat in den vergangenen 12 Monaten, um dann jetzt am heutigen Abend der Walpurgisnacht in den Hexenrat aufgenommen zu werden. Das sind viele kleine, lustige Geschichten. Die erste Halbzeit haben wir jetzt schon durchlebt. War bis jetzt super? Das war, ja, es waren Gags drin, die kannte ich auch noch nicht. Also ist absolut sehenswert, fand ich. Ja. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil gleich nach der Pause. Ich bin auch gespannt, ja. Aber sag mal, die kleine Hexe, lief das nicht schon mal bei euch in der Freilichtbühne? Ja, vor 21 Jahren. Lange ist 2003. Es her? Also heute sitzen die Kinder von damals mit ihren eigenen Kindern hier. Ja, genau, lustig. Und gucken sich die Geschichte ein zweites Mal an. Ja. Die jetzt natürlich ganz anders aufgebaut ist wie vor 20 Jahren. Mhm. Nicht mehr ganz so direkt am Buch von Ottfried Preußler. Also etwas modernisiert und in die Gegenwart geholt. Mhm. Wer macht in diesem Jahr die Regie? Die Regie macht dieses Jahr der Marc Spitzhauer wieder, der letztes Jahr ja das perfekte Geheimnis inszeniert hat. Mhm. Okay. Und von daher eigentlich eine gute Wahl ist. Mhm. Und wie seid ihr so mit den Vorbereitungen vorangekommen? Seit wann seid ihr oder wann seid ihr angefangen? Ja. Wie lief das mit dem Bühnenbild? Wie lief das mit den Kostümen? Ja, Vorbereitung eigentlich schon. Also kaum, dass das letzte Stück abgespielt war, ging das ja schon mit Leseproben wieder los und der Auswahl der Schauspieler. Ah, ja. Und nach den Weihnachtsferien sind wir so richtig eingestiegen in Tanzproben, in alles Text lernen ohne Ende. Mhm. Ich habe selbst zwei Jungs dabei, die so ihren Text zu tun hatten. Ja, ja, das ist viel Vorbereitung. Absolut. Ja, absolut. Wie sieht das denn aus, wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer für die kleine Hexe, jetzt spreche ich mal nur von dem Kinderstück, eventuell eine Karte haben möchte? An wen kann er sich wenden? Karten haben wir noch welche, obwohl wir sind schon sehr gut verkauft. Ja. Aber trotzdem, es gibt immer noch über das Internet, also die Homepage der Freilichtbühne. Von da aus kommt man an die Tickets, man kann sich seine Plätze aussuchen und hat immer noch die Gelegenheit, ein Plätzchen zu finden hier. Ach, super, okay. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch noch über das Erwachsenenstück sprechen. Das Erwachsenenstück? Ja, genau, hier. Die Addams Family, dieses Jahr, die ab dem 24. August läuft, die ist schon sehr gut ausverkauft. Oi. Aber trotzdem, keiner soll die Hoffnung aufgeben. Es gibt vielleicht immer noch ein Plätzchen irgendwo zu finden. Mhm. Bei der Addams Family gibt es natürlich der alte Klassiker, um eine in New York lebende, sehr schrullige Familie, die etwas düster daherlebt. Und eigentlich war die Welt in Ordnung, bis die Tochter jetzt erwachsen geworden ist und sich in einen stinknormalen Jungen verliebt hat, der so gar nicht in die Richtung der Eltern schlägt. Und von daher treffen da zwei sehr verschiedene Welten aufeinander. Also die recht normalen Beinekes und die Addams halt.
Okay, jetzt machst du uns aber schon ganz schön hier neugierig. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall sehen. Ich freue mich auch über jeden Besucher. Und ja, wir wollen jetzt gleich die zweite Halbzeit uns angucken von der Lohnt kleinen sich. Hexe. Ja. Und werden das Ganze genießen. Ja. Vielen Dank für das Interview und ja, für gerne. Die Informationen. Ja. Und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen Spaß haben. Ja, ich freue mich. Vielen Wunderschön. Dank. Wunderschön, ja, gerne doch. Danke. Bürgermeisterin! Liebe Froni, lieber Thomas, liebe Schützen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, von mir aus, versucht es. Wann soll denn jetzt diese Ochse geschlachtet werden? Doch, so Papinia. Ja, den Sie so gerade eben beim Schießen gewonnen haben. Oh, das möchte ich noch mal hören, noch lauter! Das ist lustig. Ach, kleine Hexe. Wieso fliegst du einfach ohne mich los? Ich hab mir fast die Flügel verrenkt, um dich einzuholen. Ja, heute ist Walpurgisnacht.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Premierenapplaus. Premiere, Standing Ovations, was möchte man mehr, oder?